Mit dieser Aussage hat Kollege Firngard einmal so richtig den Knüppel aus dem Sack gelassen. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Kollege Firngard fordert mich auf, mich selbst umzubringen. Nur um diese Aussage ins rechte Licht zu rücken. Nein, ich fordere Thomas nicht dazu auf, sich selber umzubringen. Genauso wenig fordere ich ihn zum Koitus mit sich selber auf oder zur Masturbation, wie auch immer er es gerne haben würde, mit rostigen Nägeln. Genauso wenig gehe ich ernsthaft davon aus, dass die Muslime, die bei mir YouTube-Kommentare hinterlassen haben, wirklich geistig behindert sind. Ich gehe nicht davon aus, dass sich Pia Vogel Schamhaare ans Kinn getackert hat. Und ich gehe nicht davon aus, dass Thomas Eltern Geschwister sind. Sachen, die ich ins Mikro brülle oder als dumme Scherze verpacke, sind in der Regel nicht echt gemeint. Und ich glaube nicht, dass ich das wirklich Leuten erklären muss. Aber ich finde es unglaublich, dass Thomas mir menschenverachtendes Verhalten vorwirft, wenn er selber wiederholt und vollkommen bei, soweit es bei Thomas eben geht, klarem Verstand fordert, Leuten ihre Rechte zu entziehen. Und das vollkommen ernsthaft und nicht irgendwie scherzhaft.